Hallo. Es geht los. Ich kann mich langsam nicht mehr. Oh, nicht so fest, Schatzi. Nicht so fest. Ich habe die hier voll locker gemacht. Mach einfach nur Schleife. Es geht los. Ich kann meine Schuhe langsam nicht mehr zubinden. So, heute werden die Autos abgegeben. Dann muss ich noch mal einmal finally rausräumen. Weil wir haben hier einiges an Müll. Oder auch Parfüm. Kaugummis dürfen auch nicht fehlen. Das darf bei mir im Auto auch nicht fehlen. Rohrstäbchen. Passfotos. Eine Mini-Bürste. Hotelkarten, Ladekabel, Stifte, USB-Kabel. Oh, hier habe ich irgendein Fangeschenk. Das ist ein Hochzeitsbild von mir und da geht drauf. Oder wer hat mir das geschenkt? Behalten, werde ich behalten. Ja, man, Boutique-Stifte. Beste Kugelschreiber. That's it. Mal gucken, was Dagi in ihrem Auto hat. Dieses wunderschöne Auto wird heute abgegeben. Das muss jetzt erstmal leer gemacht werden. Kennt ihr die noch? Die sind leider nicht mehr erhältlich, aber sehr, sehr geiles Trockenshampoo. Was? Zack, zack. Überall findet man Red Bull-Dosen. Die sind nicht von mir. Was verbirgt sich denn hier in der Mittelkonsole? Müll! Sehr viel von Masken, Gummibärchen, das ist klar. Ich glaube Kinobrillen, das wenn wir mal im Kino sind. Echt viele Masken. Was raus? Schon so ein bisschen sad. Es ist so one last time in meinem alten Auto. Oh mein Gott, da kommt einfach so ein riesen Bagger. Traktor. Es war ein Traktor, es war kein Bagger. Eigentlich ich fahren jetzt gerade zu Mercedes, denn wir werden heute beide unsere Autos abgeben. Und werden beide neue Autos bekommen. Wir sind nämlich in diesem VIP-Leasing. Das ist jetzt aber auch sehr wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir das in Anspruch nehmen. Ein Grund, weil das ganze VIP-Ding aufhört. Aber der andere Grund auch, weil wir uns nach diesen Autos definitiv Elektroautos zulegen wollen und die dann auch kaufen wollen. Weil jetzt die Autos sind über Leasing, das heißt, wir zahlen jeden Monat eine Rate. Aber nach spätestens einem Jahr geben wir die Autos wieder ab. Und normalerweise haben wir dann Neues bekommen, wenn wir es uns ausgesucht haben. Aber jetzt ist es so, dass wir ihn sehr wahrscheinlich nach einem Jahr abgeben und uns dann neue Autos kaufen werden. Und dann Elektros, weil wir werden uns auf unserem Grundstück auch eine Elektrosäule hinbauen. Aber dazu dann auf jeden Fall erst in einem Jahr mehr, wenn es ein bisschen konkreter ist. Das ist übrigens mein Frühstück. Smoothie und Schokobrötchen. Dazu würde ich dann aber auch sagen, dass das, was wir halt in Anspruch nehmen dürfen, definitiv nicht selbstverständlich ist und dass das alles nur dank YouTube möglich ist. Also da ich mit YouTube angefangen habe und einfach das Geld dazu habe, um mir das zu leisten in dem Sinne, ist es nicht selbstverständlich und wir schätzen das sehr. Also wirklich, jedes Mal denke ich mir so, womit habe ich das verdient? Nicht, dass ihr jetzt denkt so, flext hier rum. Ja, vielleicht ist es für die ein oder anderen Flexen. Für mich ist es vielleicht eher für euch ein Ansporn, dass jeder schaffen kann. Ich hatte auch nur einen Ausbildungsjob als Industriekauffrau. Und auch wenn man einfach nur an sich denkt und einfach weitermacht und einfach nie den Faden verliert und mit Leidenschaft rangeht, dann kann das jeder schaffen. Und das ist mein Ansporn für euch oder das, was ich euch mit auf den Weg geben will. Weil dann ganz viel Glück und ganz viel Leidenschaft. Und wenn man immer an sich glaubt, kriegt ihr das auch hin. Heute scheint auch die Sonne, wir haben 19 Grad, es ist schön. Ich esse mein Schokobrötchen. Das letzte Mal in diesem Auto. Aber ich würde sagen, wir düsen jetzt mal kurz über die Autobahn, sonst wird es zu laut. Deshalb sehen wir uns gleich im Autohaus. So, one last time heißt es für das weiße Baby. Wiedersehen. Eugens Wagen. One last time. Wirst du ihn vermissen? Ja. Ja, ne? Der war gut. Cool. War ein guter. Ich mag C-Klasse. Gute C-Klasse. Es war sehr, sehr schön. Sehr viel Spaß gemacht. Du hast gute Dienste geleistet. Die Felgen sind alle noch ganz. Ich bin hier sehr gut damit umgegangen.
eine Stehensau von. Weißt du, was krass ist? Ich habe diesen Stern von. Stimmt, das habe ich auch gerade gesehen. Ah. Das ist mein Schlüssel. Falsche Frage. Ich wollte nämlich gerade sagen, meint mal, die kannte ich nämlich noch nicht, weil das ist ja voll. Boah, die sehen ja fancy aus, zeig mal. Okay, die sehen echt anders aus. Crazy, ne? Ja, richtig abgespaced. Nimm mal dein Handy. Ich will den ja direkt hier hinten mit. Nein, das ist doch. Wow. Das sieht richtig krass aus. Die sieht richtig krass aus. Oh Gott, die Dings mit den Griffen. Oh mein Gott, die leuchten. Alter. Das ist richtig hell. Das ist einfach richtig Luxus. Ich wusste gar nicht, wie... Alter, dieser Bildschirm. Das ist einfach ein Kissen, Schatz. Ich weiß. Für die Langfahrten. Boah, dieses Licht. Oh, dieser Knopf ist auch ganz anders. Ey, die ist echt krass, die S-Klasse, ne? Ey, ich finde diese Griffe, ne? Das ist nicht normal, wie das aussieht. Guck mal hinten. Diese Griffe machen mich fertig, ne? Die sehen so heftig aus, die leuchten einfach. Was zum Teufel? Du kannst das Tuch hinziehen, wenn du willst. Ja? Also ich mach's jetzt einfach. Zeig. Oh mein Gott! Boah, der sieht schon. Boah. Der sieht schon krass aus. Black, everything, Alter. Oh mein Gott. Mit hellen Sitzen. Ciao. Boah. Wow. Zeig mal vorne. Was für Monsterautos. Hier, Beifahrersitz. Oh mein Gott. Boah, mit dem Braun, das kommt krass, ne? Das ist aber so ein richtig schönes, ja. Todbraun. Boah, das ist krass, die. Der kommt schon. Diese Farbe ist so krass, ne? Das ist. Blackmobil. Das ist unfassbar. Also, okay, ich komme gerade ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Also, es ist zwar dieselbe, die ich vorher hatte, in dem Sinn, aber diese Farbe, das sieht so. Sieht so sexy aus, das ne? Das sieht so krass aus. Boah, die Felgen auch, das ist schön. Den getönten Scheiben mit dem Dings kommt schon geil hinten. Boah, sogar das ist matt. Ja. Boah. Ui. Ja, guck mal, wie das jetzt aussieht. S und G. Das sind auf jeden Fall unsere neuen Autos. Das sieht so krass aus. Ich komme nicht drauf klar, wie böse dieses Auto einfach aussieht. Einfach matt schwarz mit hellen Sitzen. Und braunem Lenkrad. Wow. Ich weiß, ihr liebt es ja, wenn ich mal nicht gestylt bin und ihr mich so seht, wie ich eigentlich aussehe nach der Dusche. So, hallo. Für Kurzatmigkeit auch so ein Ding in der Schwangerschaft? Mache ich mal eben ein kleines Babybump-Update. Man sieht es hier auch schon. Aber mein Bauch hat so einen krassen Sprung gemacht. Ich weiß nicht, ob man das... Ja, man sieht's. Ich habe einfach innerhalb von 2 Tagen 4 cm an Umfang dazu bekommen. Und das ist schon... Boah. Ihr hattet ja Bock auf mehr Vlogs von meinem Alltag und auch mal so Sachen zu sehen, wie so ein Off-Day bei mir aussieht. Das heißt, einfach Freizeit. Das hier heute ist meine absolute Freizeit, Wochenende. Und ihr begleitet mich dabei. Und heute passiert richtig, richtig viel. Haushalt bzw. Off-Day bzw. Aufräumen angesagt. Oh Gott. Aber ich gehe jetzt erstmal meine Haare föhnen, denn so. Und ich weiß, ich habe euch eigentlich versprochen, eine Roomtour zu machen aus dem Badezimmer. Aber leider ist es noch nicht so, wie wir es haben wollen. Deshalb warten wir noch ein bisschen damit und werdet auf jeden Fall eine Roomtour bekommen. Es ist wirklich schön geworden. Lieber noch nicht jetzt. Ich würde sehr gerne lieber noch ein bisschen abwarten, bis alles ready ist. Viele fragen mich auch immer, hast du wirklich so glatte Haare?
Nicht geglättet, nur geföhnt und ein bisschen Haaröl. Kann ganz schön sein, aber ist auch echt oft lästig, wenn man sich so Locken macht oder so. Es ist halt einfach nach 2 Minuten gefühlt wieder raus. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Pflege drauf und ich glaube, ich snack was kurz, damit ich mich hier dem Ganzen widme. Ich kann euch gleich mal sagen, wie das aussieht, aber nicht sehr geil, nicht sehr geil. Und ich glaube, ich werde mir gleich auch die Augenbrauen färben, weil in der Kamera sieht gar nicht so schlimm aus, aber so sind die so gut wie gar nicht existent. Ich habe voll viele Lücken, obwohl da keine Lücken sind, aber weil meine Haare dazwischen so hell sind, sieht das aus, als ob ich da keine Haare hätte. Ich mache mir jetzt eine Mango und ein Pfirsich. And done. Meine Mango ist fertig. Und falls ihr wissen wollt, was das für ein Gesprinkel da drauf ist, dann müsst ihr euch auf jeden Fall mein What I Eat in a Week anschauen. Da zeige ich es euch. Da habe ich es euch auch verlinkt. Deshalb gönne ich mir das jetzt. Und dann wird endlich aufgeräumt. Meine Augenbrauen sind einfach nicht existent. Wie gerade schon gesagt, hier habt ihr mal vorher. Und falls jetzt die ganzen Helikopter mit da kommen und sagen, nein, du darfst deine Augenbrauen nicht färben in der Schwangerschaft. Doch, darf ich. Der nur so 3 Minuten auf der Haut ist und keine Sorge, keine Sorge. Meinem Kind geht's gut. Very, very beautiful. Also ich könnte es auf jeden Fall jeden Tag rumlaufen. Gefällt mir. And done. Meine Augenbrauen sind gefärbt. Das ist nochmal ein bisschen mit Öl eingeschmiert. Und ich glaube, jetzt heißt es so langsam echt mal aufräumen. Ich will nicht. So noch endlich diese ganzen Stellen, die so kahl aussahen, ausgefüllt. Wir mögen keine Stellen, die kahl aussehen. Sorry, Karl. This is the one eyebrow and this is the other eyebrow and I'm very happy that the eyebrows now are dark. Diese Verzweiflung immer, wenn ich weiß, dass ich jetzt aufräumen muss. Aber zuallererst zeige ich euch erstmal das Ausmaß der Unordnung. So sieht es nämlich aus. Mein Schminktisch. Ja. Wir haben alle richtig Bock, oder? Ich weiß aber ganz genau, dass genau diese Videos andere dazu motivieren, auch aufzuräumen. Deshalb ist das jetzt eure Motivation. Räumt auf mit mir zusammen und lasst uns produktiv sein. Diese 2 Kisten sind aber auch ready und die bleiben auch so, denn hier drin sind komplett Klamotten, die ich ausgemistet habe aus meinem Kleiderschrank. Die werde ich über Fashion Share wieder verkaufen. Da werde ich euch auf jeden Fall über Instagram noch Bescheid geben. Und falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, that's my name. Falls ihr es noch nicht wusstet, aber folgt gerne, denn da werde ich auch sagen, wann ihr alles kaufen könnt. Denn meistens sind die Sachen sehr, sehr, sehr schnell weg. Und damit ihr euch aber schon mal auf was vorbereiten könnt. Das sind zum Beispiel die 2 Teile, die ich bei meinem Diss-Dreh anhatte. Von meinem Musikvideo. Leute haten gern. Das sind komplett neue Schuhe, die hatte ich, glaube ich, noch nie an. Komplett neue Jordans, die werde ich auch verkaufen. Dann hier PR-Sachen, die ihr so, glaube ich, auch nicht kaufen könnt. Und ganz, ganz viele andere Sachen, zum Beispiel auch die Jacke. Die kennen da wahrscheinlich auch sehr viele. Ja, aber jetzt würde ich erstmal sagen, lass uns das Ganze mal hier irgendwie in Ordnung bringen. By the way, die Schränke werde ich euch irgendwann auch nochmal zeigen. Da werde ich eine komplette Tour machen durchs Zimmer. Und da seht ihr mal auch, wo alles ist, wie alles geordnet ist. Deshalb... Lass uns erstmal aufräumen. Erstmal muss ich diese ganzen Produkte hier zusammenlegen. Übrigens, das hier ist mein absoluter Lieblingsreinigungsschaum. Den habe ich hier nochmal nachbestellt, weil meiner leer war. 2-mal sogar, dass falls er irgendwann wieder leer ist, dass ich sofort Nachschub habe. Der ist richtig nice. Und was ich mir auch neu bestellt habe, ist mein Schwangerschaftsöl. Und ich glaube, man sieht es. Es ist fast leer. Dasselbe habe ich mir jetzt nochmal bestellt, weil das finde ich echt richtig, richtig gut. Was mir aber auch sehr, sehr viele empfohlen haben, ist ein Dammmassageöl. Aber lasst uns einfach nicht zu sehr drauf eingehen. Lasst uns einfach hier weitermachen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Klamotten bestellt bei Asos. Ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig was. Nice. Die riechen aber echt, echt eklig. Aber die kommen auf jeden Fall erstmal in die Wäsche. Oh. Ich habe sogar eine Jeanshose bestellt. Ich war anscheinend sehr optimistisch, dass sie mir passen wird. Ich habe sie in Größe 40 bestellt. Normalerweise trage ich so
36, 38, aber eher 38. Die habe ich mir jetzt in 40 geholt. Ja, schön wäre es, wenn sie oben passen würde. Passt sie leider nicht, deshalb kommt die leider zurück. Hose ist wieder eingepackt. Ich habe mir Radlerhosen bestellt, jedoch für Babybump. Ich habe mir einen Oversized Sweater noch bestellt, den habe ich noch nicht anprobiert. Also ich glaube, man kann es cool stylen. Aber irgendwie... Nah. Don't like. Dann habe ich mir noch ein Oversized T-Shirt bestellt. So aus der Männerabteilung. Ich bediene mich da sehr gerne. Der Stoff ist nice. Sieht man das? Das ist richtig nice. In derselben Bestellung hatte ich übrigens noch zwei weitere Maternity Leggings, also Schwangerschaftsleggings, mit dabei. Ist halt wirklich ganz geil, weil die gehen bis hier nach oben. Vielleicht auch für welche, die nicht schwanger sind. Das ist halt einfach gemütlicher, damit die halt nicht die ganze Zeit auf die Hüfte drücken. Die ist ganz geil. Und die hat halt ein richtig cooles Fabric. Also man sieht's. Die ist halt so gerippt. Also die sieht gar nicht aus wie so eine normale Leggings. Und die hat unten auch Cutouts. Also, wenn das mein Fuß ist, kann man hier den Schuh sehen. Gott, ich habe es einfach ein Loch reingeschnitten. Okay, nice. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich es zusammengefaltet habe, bevor ich es in den Schrank tue. Also alles eigentlich immer auf die Häufchen, da wo es dann später hingehört, damit ich halt nicht tausendmal hin und her laufen muss. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Wenn es doch einfach immer so schnell gehen würde. Und jetzt kommt der Schminktisch. Ah. Leute, I love my life. Ihr habt ja wenigstens vorher gesehen, wie es aussah. Ich habe hier alles richtig picobello, richtig schön sauber gemacht. Dann lief die Kamera nicht. Egal. Super Sache, hier steht streifenfrei. Ich weiß ja nicht, in welchem streifenfrei wir irgendwie leben, aber das geht... Boah. Das ist immer richtig schlimm. Streifenfrei. Jetzt kommt der Reveal. Trommelwirbel. Hier ist alles so geblieben, wie es ist. Das wird weggeschickt. Das könnt ihr bald haben. Hier mein Schminktisch ist auch komplett wieder clean and fresh und sauber. Und ich sehe mich wieder im Spiegel. Hammer. Meine kleine Drehecke ist auch wieder fresh. Hier ist auch alles sauber, alles gewischt. Bei diesem Teppich wird mir Eugen helfen, denn der wird geswitcht. Der kommt weg. Der wird hier hinkommen und der ist halt riesig. Also der geht auch unter diese ganzen Dinger. Deshalb kriege ich das nicht alleine hin. Aber die Ecke hier ist auch alles komplett fresh. Jetzt ist alles sauber. Man kann wieder über den Boden laufen. Sehr gut. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe mir diese Schuhe bestellt. Und fand die eigentlich auch immer ganz geil bei anderen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich die richtig gut an mir finde. Also das sind halt solche. Klar, Geschmäcker sind verschieden. Die einen finden sie geil, die anderen finden sie nicht so geil. Ich hatte richtig Bock auf so bullige, weiße Sneaker. Ich zieh die mal kurz an und zeige euch, wie die aussehen. Und dann müsst ihr mir ehrlich sagen, Hit or Miss. Schreibt es mir in die Kommentare. So sehen die an mir aus. Kennt man die gut wegen dem weißen Boden? Ich weiß es nicht. Ich habe noch schwarze Socken an. Mega stylisch. Behalten oder weg damit, weil ich weiß es nicht, Mann. Juli, ich habe eine Frage.
Findest du die Schuhe cool oder findest du sie nicht so cool? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Wir schneiden dich jetzt. Wir machen dich ein bisschen fresh. Das ist so eine Hassliebe bei ihr. Manchmal liebt sie es, manchmal hasst sie es. Aber eigentlich finde ich es immer sehr entspannt, wenn man sie bürstet. Man sieht ja jetzt diese ganzen Fliegehaare. Die stutze ich jetzt, damit es ein bisschen fresher aussieht. Fine, was du da hast. Fine. Du bist fertig. Guck mal, wie fresh du aussiehst. Also diese ganzen fusseligen Haare, die halt so abgestanden sind, sind jetzt alle weg. Der Kopf ist wieder fresh. Hier hängt nichts mehr ab. Die Pfötchen sind geschnitten. Ne, Suli? Möchtest du jetzt ein Leckerli? Was jetzt? Sitz. Fein. Ja. Und tschüss.